Die Nachricht ist nicht überraschend, denn es war nur eine Frage der Zeit, bis Affenpocken auch in Deutschland nachgewiesen werden. Sodass wir jetzt schnell und hart reagieren müssen. Isolationsanordnung für mindestens 21 Tage. Die Hilf mir! Ein zentrales Element des also gesamten G7 Konzeptes war das von mir wesentlich mit vorbereitete Konzept, und dazu zählt zum Beispiel die Überwachung von neuen Viren oder anderen Erregern. Dazu zählt die sehr schnelle Entwicklung von Arzneimitteln und Impfstoffen. Dazu zählen beispielsweise Reisekonzepte, Reisebeschränkungen. Wir müssen mit einer stetig zunehmenden Pandemiegefahr in den nächsten Jahrzehnten rechnen. Alarm! Der Klimawandel erhöht zum einen das Risiko von Pandemien. Schließlich werden wir auch eine Übung machen, eine sehr realistische Übung, wo es darum geht, dass aus einem Leopardenbiss eine Pockenpandemie sich entwickeln könnte. Und das Szenario wird sehr realistisch sein. Die Covid-Pandemie ist noch nicht vorbei. Leopardenpocken, Affenpocken, der Klimawandel. Wir müssen mit einer stetig zunehmenden Pandemiegefahr in den nächsten Jahrzehnten rechnen.